Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mit einem Fahrzeug, über das ich mich sehr, sehr freue, muss ich sagen. Nämlich der BMW Z4 M40i Roadster. Also M40i ist es, steht hinten drauf. Da ist es, genau. Ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Tut mir leid. So, ja, weiter geht's. Wir haben hier einen 3-Liter Reihensechszylinder-Turbomotor. Mit 340 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment, was für so ein Roadster tatsächlich scheißen viel ist, muss man sagen. 8-Gang-Automatikgetriebe, das Ganze, Heckantrieb und Höchstgeschwindigkeit 250, abgeriegelt. Bisschen schade. Wir haben hier tatsächlich eine Spezialfarbe, nämlich Frozen Orange nennt sich dieser Farbton. Und ja, Leute wollten die neue Supra im Spiel haben. Jetzt haben wir sie. Nein, für die Leute, die es nicht wissen, wobei ich glaube, da gibt es relativ wenige. Die Z4 ist in Partnerschaft mit Toyota und BMW entstanden. Denn, ja, sagen wir mal so, Toyota traut sich keine Sportwagen zu bauen. Haben sie beim GT86 auch nicht geschissen bekommen. Deswegen haben sie wieder eine Partnerschaft mit dem Hersteller eingegangen. Das ist dann eben BMW geworden diesmal. Und da ist eben dieses Fahrzeug hier entstanden, sowie auch die neue Supra. Die Supra ist dementsprechend, wenn man ganz streng möchte, das Coupé-Modell von der Z4, weil von der haben wir aktuell noch kein Coupé-Modell, sondern eben nur Roadster. Was ich auch ganz schick finde, ich muss sagen, ich war schon immer ein BMW Z4-Fan. Ich mag dieses Auto wirklich, auch jetzt die neue Generation. Ich finde sie mega schön. Die Supra, ja, eher nicht so. Ist nicht so ganz mein Fall, aber ich glaube, darüber kann ich auch einfach vielleicht mal eine Extra-Folge machen, wo ich über die Supra rede, denn um diese sollte nicht gehen, sondern um den BMW Z4 oder die Z4. Das ist tatsächlich interessant. Ich habe ja schon mal so ein bisschen über die Artikel geredet, so der, die, das, was ist es beim Auto? Für mich ist es interessanterweise bei Z4 so ein bisschen gemischt. Ich sage manchmal der Z4, ich sage manchmal die Z4. Komplett komisch. Aber ja, sowas soll wohl auch mal vorkommen. Und was ich ja geil finde, ist hier so ein G-Kraftmesser, oder ein G-Kraft-Messgerät, besser gesagt, im Armaturenbrett direkt. Das finde ich mega geil. Dann weißt du halt direkt, wo das Ganze hingehen soll bei diesem Fahrzeug. Also, das soll schon, das ist die sportlichste Variante, die wir aktuell haben. Man kann mal davon ausgehen, würde ich sagen, dass wir vielleicht noch wirklich eine Z4M bekommen. Ich denke mal, wie gesagt, nicht, dass es ein Coupé wird, sondern halt ein Z4M Roadster. Und das könnte dann auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Vielleicht baue ich mir den Karren ja auch mal. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen Pause gehabt von Horizon 4. Und ich habe wieder Bock, muss ich sagen. Ich habe wieder richtig Bock drauf. Der Winter ist jetzt auch vorbei, also wir können die Antidepressiva wegpacken. Finde ich sehr schön. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir dürften hier ein EU-Modell haben. Das müsste meiner Meinung nach kein US-Modell sein, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Aber ja, gefällt mir sehr, sehr gut der Wagen auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch wieder mal einen moderneren BMW im Spiel haben. Da muss man auch generell sagen, dass bei BMW doch langsam aufgestockt wird. Wir haben den neuen M5, wir haben den M4 GTS. Wir haben den neuen i8 Roadster, wir haben jetzt den Z4 Roadster. Ich meine, jetzt so ein neuer M3 wäre mal ganz geil, finde ich. Ist ja quasi, wenn man so möchte, sonst geht's gut. Ist ja, wenn man so möchte, die Limousinenversion vom M4. Haben sie ja aufgesplittet mit der letzten Generation, dass quasi der M4 nur noch die Coupé-Version ist. Oder der Vierer generell und der Dreier die Limousine. Beziehungsweise den Vierer gibt es auch als Cabrio. Jetzt wäre es halt nur noch ganz geil, wenn wir auch mal so bei den anderen Deutschen aufstocken würden. So Audi, BMW, For Sale. Nicht BMW, Audi und Mercedes, meine ich. Okay, gut, ich kaufe mir dieses Haus jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann mir in letzter Zeit immer wieder dieses Haus kaufen, ich kriege aber die Super Basements nicht. Also da keine Sorge, das ist kein Exploit oder so. Das wird manchmal einfach nur nicht anerkannt. Sehr, sehr lustig.
Ja, wir gucken mal, was wir machen können. Wir können einen 4,0 Liter V8 einbauen. Das ist der E92 V8. 6,2 Liter V8, der aus dem Black Series, sowie 5,0 Liter V10 aus dem M5 F60, glaube ich. Eventuell. Wir können natürlich Allrad einbauen, machen wir nicht. Dann Aero, habe ich Angst. Jo, berechtigt auch. Ja, nein. Lassen wir mal weg. Reifen, wir haben schon Sportreifen. Okay, weiter würde ich tatsächlich auch gar nicht gehen. Wir gehen von 2,55er auf 2,75er. Ich möchte so einen kleinen Sportflitzer draus machen. Nicht allzu viel ändern. Wir können die Reifen ein bisschen rausholen. Jo, kann man auch machen sogar. Das sieht gar nicht kacke aus. Ich weiß nicht, ob ich die Felgen ändern möchte. Ich gucke einfach später mal, ob es da was gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde 8-Gang ein bisschen übertrieben. Ich hätte gerne ein 6-Gang-Getriebe. Oder 7-Gang wäre meinetwegen auch okay, aber 8 halte ich dann doch für zu krass für dieses Fahrzeug. Aber ja, es ist ein sportlicher Roadster, was heißt, es muss natürlich noch Gewicht raus. Wir gehen mal auf 1,3 Tonnen. Wir wollen aber auch noch mal ein bisschen mehr Leistung haben. Guck mal, der hat 501 Newtonmeter. Ha, beschiss. Und ein Turbo würde ich noch upgraden. Ja, mehr würde ich gar nicht machen. Okay, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen viel Power, aber der schafft das schon. Der kriegt das hin. Das ist kein Problem. Halt, Tuning. So, fein Setup. So. Gehen wir hier Getriebeübersetzung ein bisschen kürzer. Einfach mal so wirklich das komplett Standard-Setup machen. Was ich ja jetzt auch schon länger nicht mehr getan habe. Ja. Ist schon locker eine Woche her. Und ja, ich werde natürlich auch den M3 GTR fahren. Das auf jeden Fall. Ich habe den nur noch nicht. Ich muss da noch ein bisschen was machen. Ich weiß noch nicht, ob ich den nächste Folge fahren werde oder vielleicht auch erst im Sommer. Bin ich mir nicht sicher. Heute um 19 Uhr ist im Übrigen dann auch der Livestream, wo das Update 8 vorgestellt wird von PlayOn Games. Ich werde wieder im Chat live dabei sein. Ja, deswegen können wir da mal gespannt sein, was wir sonst noch so für neue Fahrzeuge bekommen. So, was haben wir denn für Farben? Weiß, grau, grau, weiß, ja, wobei eher silber, weiß, blau. Ah, ich liebe so einen Farbton, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Orange hier mega geil. Deswegen lassen wir das mal. Aber ich hätte die Felgen tatsächlich ganz gerne. Ich weiß nicht, stehen den Carbonfelgen? Oh, ja, doch, doch, doch. Das ist schön. Das ist schön. Mehr würde ich gar nicht machen. Optisch. Ja. Guck dir das an. Ah, ja, mega geil. Ohne Scheiß. Gefällt mir. Auf manchen Fahrzeugen sind Carbonfelgen ja ein bisschen zu viel, aber hier passt das. Doch. Einwandfrei. Ja, nicht ganz einwandfrei. Doch, doch. Eigentlich schon. Stimmt. Eine Sache noch. Bin ich darauf schon mal eingegangen? Ich weiß es gar nicht. 80%. Müssen nur noch erreicht werden, damit man das volle bekommt. Damit man eben das letzte Auto auch noch kriegt. Auf der einen Seite gut, weil es sind nicht mehr 100. Auf der anderen Seite musst du immer noch Online-Sachen machen, was ja eigentlich so der Hauptkritikpunkt war. Ja, es hätte man anders lösen können noch. Aber ich denke mal, da ein bisschen kriegen wir sie doch runter, würde ich sagen. Ein bisschen geht noch, weil es geht ja, also mir persönlich geht es da wirklich nur darum, dass ich online spielen muss, um diese Fahrzeuge zu bekommen. Das will ich halt nicht. Aber darüber habe ich ja schon mal ein komplettes Video gemacht. So, ich fahre übrigens sehr, sehr viele deutsche Autos in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Aber es kommen auch wieder ein paar Abis und Japaner bin ich ja sowieso sehr, sehr selten bisher gefahren. Da kommt auf jeden Fall noch was. Da können wir sicher sein. So.
Oh ja. Arsch geht rum manchmal. Ja, aber wir haben jetzt grob 500 PS, ne? Darf man nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Da ist die Hindenburg. Auch sehr schön. So, ach stimmt ja, ich habe ja hier einen Rundkurs, den wir fahren können. Bin ich denn schon mal gefahren hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Machen wir auf jeden Fall. Wir löschen diese hier. Und wir nehmen Kategorie Modern Sports Car. Doch, nicht zu verwechseln mit Modern Talking, das ist was anderes. Genau, das ist nämlich im Prinzip einfach nur ein Berg, ein Kurs um den Berg rum. Das war tatsächlich einer der Kurse, den ich mir von Anfang an, bevor das Spiel rauskam überhaupt, wurde ja die Map schon mal gezeigt. Und da habe ich mir, erstmal das falsche Rennen starten, und da habe ich mir tatsächlich diese Strecke schon ausgemalt, dass ich die gerne hätte. Weil ich, dass der Route Creator kommt, wurde ja auch ein paar Tage vor Spielrelease bekannt gegeben. Und das war eine dieser Strecken, die ich unbedingt haben wollte. Und die konnte ich mir jetzt endlich machen. Toll. So, Audi TT. Yay. Bösen TT Cup. Ne, sind auch ein paar andere dabei. Das ist ja schön. So, Heckantrieb, Frontmotor. Ist natürlich gegen einige andere Fahrzeuge hier ein wenig unterlegen. Oh, ein RX-8 will ich auch mal fahren. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Gewichtsverteilung 50-50, wenn ich richtig liege. Oh shit. Das ist eine 90-Grad-Kurve. Ja, 50-50 Gewichtsverteilung müsste das sein. Also da sind wir eigentlich optimal dabei. Muss man sagen. Boah, wir bremsen uns hier mal rein, ne? Da stört keinen. Alles super, alles sauber. Ich muss auch sagen, ich habe wieder so ein bisschen Bock auf Motorsport bekommen. Aber ich glaube, bevor ich das Spiel wieder anfasse, muss ich erstmal einen Denkanstoß an Turn 10 machen, ne? Weil mit dem Spiel läuft ja auch einiges falsch. Aber gut, das sehen wir ja dann, ob es kommt oder nicht, weil ich habe ja aktuell noch einige andere Projekte, die ich unbedingt auch weitermachen möchte. Wie Need for Speed beispielsweise oder Civilization, habe ich super viel Spaß dran. Marvel soll in nächster Zeit auch wieder ein bisschen was kommen. Gerade Champion Wiki, damit ich da wieder ein bisschen weiterkomme oder auch so ein paar andere Tutorials. Werden wir Spaß haben auf jeden Fall. Ich habe jetzt dann ein paar Wochen frei. Ich schreibe heute eine Klausur. Und morgen schreibe ich auch noch eine und danach habe ich erstmal bis Avengers Endgame rauskommt tatsächlich frei. Und ich, boah, Avengers Endgame, ich bin unendlich gehypt, muss ich sagen. Ich habe mir tatsächlich auch schon Karten vorbestellt. Ich bin am 25. im Kino. Ich war, glaube ich, nicht mal zu Infinity War so gehypt. Ehrlich. Und Infinity War war schon krass. Aber da muss ich auch sagen, es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Gefühlt war ich letzte Woche das erste Mal in Infinity War im Kino. Stimmt aber nicht, ich habe mir Captain Marvel angesehen. Letzte Woche. Am Mittwoch. Der gleiche Tag, wo Artikel 13 beschlossen wurde, ne? Ich habe auch mal geplant, dass ich in meinem Podcast so ein bisschen mal meine Meinung zum Film Captain Marvel an sich erzähle. Weil ich habe ihn jetzt ja gesehen. Ich sage einfach mal so, ich fand ihn nicht schlecht. Statement zum Film jetzt erstmal zu Ende, damit niemand denkt, er würde sich gespoilert oder so. Besteht daran Interesse, dass ich so eine Art Spoiler-Review mache? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Aber ja, Endgame wird auf jeden Fall krass. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch da steht. Seid ihr so ein bisschen gehypt auf Endgame? Werdet ihr euch ansehen oder nicht? Ich weiß gar nicht, vielleicht fühle ich mal wieder so, habe ich in Horizon 3 mal gemacht, so eine kleine Umfrage oben rechts. Könnte ich ja mal wieder einführen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Marvel-Fan nicht der ersten Stunde, das überhaupt nicht.
Ich bin in die ganze MCU-Thematik erst sehr, sehr spät eingestiegen, muss ich sagen. Das war 2015 tatsächlich erst, als Age of Ultron in die Kinos kam. Da kam nämlich zu uns in der Klasse jemand rein, der eben komplett Marvel-Fan war. Und da bin ich dann eben so ein bisschen reingezogen worden. Und ich könnte nicht dankbarer sein dafür, ehrlich. Ich finde die Filme mega geil. Doctor Strange fand ich super. Es gibt für mich aus dem MCU bisher nur einen Marvel-Film, den ich mir einmal angesehen habe und dann nie wieder. Und das war der Hulk-Film, den fand ich wirklich nicht gut. Tut mir leid, da konnte auch Robert Downey Jr. nichts dran ändern. Aber da hat man meiner Meinung nach auch ein bisschen gemerkt, dass da Universal noch ein bisschen mit dran gearbeitet hat. Vielleicht das auch nochmal als Hintergrund. Es wird keinen Hulk-Solo-Film geben, weil meines Wissensstandes nach Universal noch die Rechte an Hulk-Solo-Filmen hat. Und die da dementsprechend mitreden würden. Das ist auch der einzige Grund, warum Edward Norton im Hulk-Film eben Bruce Banner war und nicht Mark Ruffalo, weil laut offiziellen Aussagen, klar kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, aber nach offiziellen Aussagen hat Kevin Feige von vornherein eigentlich Mark Ruffalo als Bruce Banner vorgesehen, was für mich auch eine geniale Entscheidung ist, muss ich sagen. Aber Universal hat eben gesagt, nee, wir wollen Edward Norton. Und ich kann mit Edward Norton nicht viel anfangen, muss ich sagen. Der mag in anderen Filmen ganz gut sein, aber als Bruce Banner passt er nicht, finde ich. Nee, das passt nicht. Aber ja, wie gesagt, ich werde mir Endgame mindestens zweimal anschauen, da bin ich mir schon sicher, weil bei Infinity War war es auch so. Ich wollte mir den ursprünglich auch nur einmal anschauen. Dann habe ich Infinity War gesehen und war einfach so komplett weggeblasen von allem, dass ich mir den Film quasi nochmal anschauen musste, weil ich die Hälfte gar nicht mitbekommen habe. Kein Scheiß. Also, ist natürlich eine Bürde, sich so einen Film nochmal anschauen zu müssen. Ich hab's gern gemacht. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, das könnte der meist erwartete Film aller Zeiten sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil den Kartenvorverkaufsrekord von Star Wars hat der Film mal eben in 6 Stunden eingestampft. Ist nicht schlecht, finde ich. Das ist auf jeden Fall ein Statement, kann man sagen. Ein Real Spin, super. Und ich glaube auch, dass... Geil. Ich glaube auch, dass wir aus den Trailern von Endgame und so bisher einige Fake-Szenen gehabt haben. Was ich super geil finde, klar kann man sagen, auf der einen Seite gibt es halt die Menschen, die sagen, es verfehlt doch den Sinn von dem Trailer. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass es Betrug ist, wenn Szenen aus dem Trailer nicht im Film gezeigt werden. Ich finde es mega geil. Weil ich habe beispielsweise in Infinity War, ich werde da jetzt spoilern, aber ganz ehrlich, wer Infinity War noch nicht gesehen hat und ihn sehen möchte, der soll sich sowieso bitte löschen. Tut mir leid, aber wer den Film unbedingt sehen wollte, der hatte jetzt 11 Monate Zeit dafür. Im Infinity War Trailer gab es ja eben auch diesen einen Money Shot, sag ich mal, wo wo Hulk, Captain America, Black Panther, Rhodey, Falcon und so Richtung Wald rennen mit der Armee von Wakanda hinten dran. Der Film, dieser Shot war ja nie im Film zu sehen. Und das fand ich insofern in Infinity War damals interessant, wie ich den gesehen habe, weil ich mir halt dachte, okay, wann kommt jetzt der Hulk irgendwie? Der muss doch noch kommen. Und deswegen, das hat mich so ein bisschen fertig gemacht. Aber jetzt gehe ich eben in Endgame rein mit dieser Einstellung. Ich bin mir nicht sicher, was passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sachen, die ich im Trailer gesehen habe, im Film vorkommen werden. Und so kann man meiner Meinung nach perfekt Filmtheorien, wo es ja einige gibt zu Endgame, anregen. Du kannst sie dir auch alle anschauen. Aber nachdem die ja alle mehr oder weniger auf dem Trailer auch basieren, weißt du halt, die können alle falsch sein. Also jede einzelne.
Robert Downey Jr. selbst hat ja auch gesagt vor ein paar Tagen, dass er sich hundertprozentig sicher ist, dass niemand erwarten wird, was passiert. Und da bin ich super gespannt drauf. Ich habe mir darüber tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, weil im Zweifel mache ich mir dann eben doch diese eine Theorie aus, die richtig ist, und dann gehe ich in den Film rein und denke mir, ja, super, weiß ich eh schon, was passiert. Aber ich bin mega gehypt. Wie gesagt, der 25. kann für mich nicht früh genug kommen. Wird insofern für mich noch ein bisschen blöd, weil, naja, ich kann mir dann am Mittwoch, ich muss von Twitter wegbleiben, ich muss von YouTube wegbleiben. Der Film läuft ja am 24. an. Ist ein Mittwoch, da habe ich blöderweise eine Uni. Das ist genau der Tag, wo die Uni losgeht. Das finde ich mega scheiße. Und deswegen kann ich mir den da leider nicht anschauen, weil ich habe halt blöderweise auch von früh bis Abend Uni. Ich glaube so von, ich habe meinen Stundenplan jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber von 8 Uhr auf jeden Fall bis 18 Uhr, soweit ich weiß. Und ja, dementsprechend kann ich mir den Film leider nicht anschauen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich ihn mir abends anschaue. Aber ich glaube, wenn ich so 10 Stunden unterwegs bin in der Uni, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, mir noch einen 3-Stunden-Film anzuschauen. Weil ich will den Film halt wirklich genießen können. Und da werden jetzt ein paar Leute sagen, habe ich auch schon öfter gesehen, diesen Kommentar unter einigen Filmkritiken, kann man den Marvel-Film überhaupt genießen? Ist doch eh nur Peng-Peng und ganz viel Bumm. Ja, kann man. Also Captain Marvel habe ich genossen, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich ja genau solche Sachen eher im Podcast machen. Ich wollte eigentlich ja in den Horizon-Folgen eher über das reden, was gerade passiert, und im Podcast eher über solche Themen reden, die nicht unbedingt in solche Videos passen. Ich halte mich da nicht unbedingt an mein eigenes Konzept, aber ich glaube, das wird auch keinen stören, dass ich hier über sowas rede. Und wenn doch, dann sagt's mir bitte, dann werde ich das umstellen. Oder ich werde gucken, wie weit ich das umstelle, sagen wir mal so. Z4 fährt sich super geil, klar, mit Rennreifen würde es sich geiler fahren. Aber das ist ja auch nicht der Sinn davon. Es soll ja auch Spaß machen, das Auto zu fahren und nicht einfach nur lenkt ein und fährt rum. Ist ja langweilig. Ich will ja auch ein bisschen Spaß haben dabei. Und ich weiß nicht, habe ich Bock auf die Teststrecke? Ja, komm doch, machen wir. Fahren wir auf die Teststrecke. Ich habe die Zeit vom TT gar nicht eingetragen, glaube ich. Interessant. Oder was bin ich letztes Mal gefahren? Ich weiß nicht. Ich glaube, das vom letzten Mal habe ich auf jeden Fall nicht eingetragen. Bin ich mir relativ sicher. Wird dann zum Zeitpunkt der Aufnahme schon passiert sein, vermutlich. Aber ja, dann gucken wir doch mal auf die Tabelle. Wo werden wir uns denn so ungefähr hinbewegen? Das weiß gerade tatsächlich noch keiner. Moment. Da sind die Testfahrzeiten. So. Wir sind vom LI bei 8,32. Was bedeutet... Ja, das ist so Viper GTS-Niveau. 1,58,664. Also wenn wir so eine 1,58,5 schaffen, würde ich sagen, ist das ein Erfolg. Müssen wir mal gucken, ob wir das auf die Reihe kriegen. Wir haben weniger Leistung, aber dafür auch deutlich weniger Gewicht. Was sich halt sowohl positiv in der Beschleunigung als auch in der Kurvenlage zeigt. Und beim Bremsen eigentlich auch noch. Also weniger Gewicht ist immer geil. So. Los geht's auf jeden Fall. Und die ersten Meter sind ein sehr, sehr schöner Sprint, muss ich sagen. Das mache ich ja so an der Teststrecke, dass du am Anfang direkt mal so ein bisschen... Hoppala, das versuchen wir nochmal. Dass du halt am Anfang so ein bisschen die Leistung ausfährst, quasi. Kann man machen, finde ich. So kann man halt perfekt die 0 auf X Beschleunigung testen, also quasi aus dem Stand raus beschleunigen. So. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir es hinbekommen. Ja, man muss natürlich, wenn man eine gute Zeit setzen möchte, muss man pushen, und wenn man pusht, passieren Fehler. Naja, der zweite Gang ist ein bisschen arg kurz, muss ich sagen. Den hätte ich vielleicht ein bisschen länger stellen können.
So. Aber im Endeffekt funktioniert. So, okay. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier sehr, sehr gut fahren. Weil jetzt geht's in die kurvenreichen Abschnitt. Ja, die kurvenreichen Abschnitt. Ja. Wo man natürlich doch merkt, dass das Heck relativ leicht im Verhältnis sehr leicht wird. Da würden dann doch die Rennreifen dementsprechend helfen. Für die Performance ist es nicht geil, aber für den Fahrspaß kann es eigentlich nicht besser laufen. So, Alter. Okay, ganz ehrlich, wir lassen das. Ne, ich muss offscreen mich mal wieder die Teststrecke einfahren. Tut mir leid. Aber ja, ich glaube, wenn ich länger so eine Teststrecke nicht gefahren bin, dann würde das jetzt auch das Bild ein bisschen verzerren, wenn ich so eine scheiß Runde hinstelle. Ja, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich lade das Setup jetzt hoch. Lag jetzt nicht am Auto, aber ich muss mich erst wieder in die Teststrecke einfahren. Ich will hier keine Zeiten eingetragen haben, die geschummelt sind. So. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.